Das zum Beispiel ist der Abschiedsbrief von meiner Mama. Den habe ich auch immer in meinem Nachttisch und wenn ich einfach traurig bin, dann lese ich den und weine dadurch noch mehr, aber mir geht es danach viel besser. Sie hat da, glaube ich, auch alles reingeschrieben, was ihr auf dem Herzen lag und das bedeutet mir echt alles. Also eine Stelle, die ich sehr schön finde, ist zum Beispiel: Aber denke daran, dass ich dein Schutzengel bin, ich werde immer ein Auge auf dich haben. Und ja, das weiß ich auch. Ich bin Laura, bin 23 Jahre alt und ich habe meine Familie an Krebs verloren. Trauer hat in meinem Leben schon relativ früh eine große Rolle gespielt. Als ich ja ein Kleinkind war, bekam mein Bruder die Diagnose Leukämie und er war dann 10 Jahre alt, als er verstorben ist. Ich weiß eigentlich nur von den Erzählungen von meinen Eltern, von meinen Verwandten, wie er so war. Jetzt, wenn ich so zurückblicke, hat man schon meinen Eltern gemerkt, dass es eine große Belastung für sie war. Ich meine, klar, man verliert sein erstes Kind an Krebs, das ist nicht schön. Aber sie konnten mir trotzdem so eine schöne Kindheit bieten mit so vielen Erinnerungen. In meinem Alltag begegnen mir sehr viele Erinnerungsstücke von meiner Familie. Auch sehr viele Fotos und ja, ganz viele Andenken. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich sie dadurch näher bei mir habe und dass sie dadurch auch bei mir sind. Das Bild zum Beispiel ist von meinem Bruder und mir. Das mag ich besonders, weil das eins der wenigen Bilder ist zusammen und auch eins der wenigen Erinnerungen an ihn. Und meine Mama hat mir auch immer gesagt, dass mein Bruder oben auf dem Stern sitzt und auf mich aufpasst. Und es ist auch immer jetzt noch, wenn ich einen hellen Stern draußen sehe am Himmel, dass ich dann sofort an meinen Bruder denke. Also meine Mama. Das war 2009, Gründonnerstag. Ich war da gerade 10 Jahre alt. Da kam sie vom Arzt nach Hause, weil sie schon länger Probleme hatte mit dem Schlucken, mit dem Essen auch. Und dann hat sie sich hingesetzt und einfach gesagt: Scheiße. Ja, und da wusste ich sofort, weil das ist einfach in meinem Kopf eingeprägt: schlechte Nachrichten vom Arzt, Krebs. Und dann hat sich herausgestellt, dass meine Mama einen Tumor hier unter der Zunge hatte und dass es auch ein bösartiger Tumor ist. Und dann hat mein Papa zu mir gesagt, ja, also er hat sehr vorsichtig angefangen und hat dann schon gesagt, dass die Mama sterben wird. Das war schrecklich für mich, aber dieser Gedanke habe ich dann ganz schnell wieder weggespielt. Nach dem Gespräch hat es noch 2 Monate dann gedauert und dann ist meine Mama verstorben. Mein Papa und ich, die ersten Wochen und Monate abends lagen wir immer nur auf der Couch und haben geweint. Also es gingen so viele Fragen durch meinen Kopf. Warum gerade wir? Das ist, glaube ich, bei jedem die Frage, warum wir? Fünfzehn hat mein Papa dann das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, verkauft. Für ihn war es auch, glaube ich, sehr schwer, in diesem Haus weiterzuleben, wo seine Frau und sein Sohn auch drin gelebt haben. Nachdem wir in die Wohnung gezogen sind, wurde es einfach besser. Mein Papa konnte mich eigentlich immer aufheitern, auch wenn ich ihm mal gesagt habe, dass es mir einfach heute nicht gut geht, dass ich die Mama vermisse. Ja. Dann hat er sich einfach mit mir hingesetzt und wir haben einfach über meine Mama geredet, über die Erinnerungen, die ich hatte und die er hatte. Und dann hat er mir oft einfach so Geschichten erzählt, wie sie sich kennengelernt haben oder die Hochzeit und alles. Und er hat mir damit mega geholfen. Der Wunsch, als Au-pair in die USA zu gehen, kam dann wirklich Anfang der 10. Klasse. Dann war ich durch Zufall, durch ein Gewinnspiel 2015 in LA und Amerika hat mich einfach gepackt. Ich habe dann zu meinem Papa gesagt, ich möchte dahin, ich
möchte unbedingt ein Jahr in den USA verbringen und er meinte, mach's. Er war Feuer und Flamme damit. Also die Figur zum Beispiel, die hat mir mein Papa, das war unser letztes Weihnachten zusammen, die hat mir mein Papa geschenkt. Und ja, das bildet eben mein Papa mit seiner Tochter ab. Und die bedeutet mir sehr viel, auch mit dem Wissen, dass mein Papa in dem Moment, wo er sie mir geschenkt hat, schon wusste, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange hier ist. Und ich glaube, er hatte dann Hintergedanken, dass ich immer was in meinem Leben habe, was mich an ihn erinnert. 2015, das war ungefähr 2-3 Wochen nach meinen Abschlussprüfungen, dann ist mein Papa mal zum Augenarzt, weil er zu mir gemeint hatte, er sieht nicht richtig auf dem einen Auge. Ich war da in meinem Bett gelegen, habe Musik gehört, ich glaube, ich war in meinem Laptop. Und mein Papa kam von diesem Termin heim und hat an meine Zimmertür geklopft, kam dann rein und ich habe an seinem Gesicht gesehen, dass da irgendwas nicht passt. Und er hat sich zu mir hingesetzt und ich gucke ihn nur an und habe dann gemeint, nee, oder? Und dann hat er nur genickt und hat dann gesagt, dass das Krebs ist. Ja, es reißt einfach einen den Boden unter den Füßen wieder weg, weil es war eigentlich jetzt die letzten Jahre alles gut und man hat den positiven Blick auf die Zukunft und dann kommt wieder sowas und schlägt einen ins Gesicht praktisch. Also die nächsten Schritte bei meinem Papa waren dann tatsächlich, dass sein Auge entfernt werden musste. Chemo. Weitere Untersuchungen, da hat sich leider auch herausgestellt, dass der Tumor schon gestreut hat in seine Leber und in seinen Kopf. Er wollte wieder gesund werden, er hat alles dafür gemacht und er wollte es auch für mich. Das hat er mir auch die ganze Zeit gesagt, ich muss für dich gesund werden und er hat überhaupt nicht aufgegeben. Druck hat es für mich überhaupt nicht aufgebaut, weil es hat mir eigentlich nur gezeigt, wie stark mein Papa ist und was für ein Kämpfer er ist. Er war immer positiv. Er war so motiviert, dass er das schafft. In der Zeit hat uns das wirklich sehr zusammengeschweißt. Also wir waren davor schon ein gutes Team, aber wir sind ein besseres Team geworden dadurch. Eins meiner liebsten Hobbys ist das Fotografieren. Das macht mir einfach Spaß und ich liebe es einfach danach, die Bilder anzuschauen, zu bearbeiten und einfach an die Momente zurückzudenken. Am liebsten fotografiere ich meinen Hund, die Maya, weil es mit ihr einfach immer Spaß macht und sie ein echt gutes Model ist. Es ist auf jeden Fall wichtig für mich, diese Momente einfach einzufrieren, weil es einfach Erinnerungen sind, die man dann im Nachhinein anschaut und im Kopf einmal die Situation wieder erlebt und ich finde es einfach schön. Das Fotografieren hilft mir generell, mit dem Thema Vergänglichkeit umzugehen. Mein Papa hat schon gemerkt, dass ich nicht mehr sicher bin, ob ich dieses Au-pair-Jahr überhaupt machen möchte. Er hat immer gemeint, geh, du findest eine super Familie da drüben. Das wirst du niemals im ganzen Leben vergessen. Mach das. Oh, I'm just a kid. Natürlich war es so ein bittersüßes Gefühl, weil man trotzdem immer im Hinterkopf hat, okay, mein Papa hat Krebs, aber ihm ging's gut. Er hat geplant, mich zu besuchen, er hat auch extra sich eine App aufs Handy geladen, damit er weiter Englisch lernt. Ja, dann habe ich den Entschluss trotzdem gefasst und habe eine super Familie gefunden und bin dann tatsächlich auch im April 2017 nach Amerika geflogen. Die ganze Familie war super, weil auch die Kids, die waren so aufgeregt, dass ich jetzt da bin und haben mir das ganze Haus gezeigt und ich habe mich so willkommen gefühlt. Ja, meine ganzen Sorgen sind auch ein bisschen so in den Hintergrund gerückt, auch dadurch, dass mein Papa mir gefühlt täglich geschrieben hat, dass es ihm gut geht, dass es wieder gute Nachrichten vom Arzt gab. Ich würde nicht sagen sorgenfrei, aber ich war echt happy. Mai 2017, an Vatertag, habe ich meinem Papa natürlich eine Nachricht geschrieben, habe ihm gesagt, hey Papa, alles Gute zum Vatertag, ich habe dich lieb, du bist der beste Papa der Welt. Und er hat natürlich das gelesen und gleich geantwortet, Dankeschön, ich habe dich lieb. Den Tag darauf habe ich ihm geschrieben, wie es ihm denn geht, aber er hat mir nicht mehr geantwortet. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht schläft er einfach schon. Es war ja trotzdem 9 oder 10 Uhr in Deutschland abends. Das war dann die letzte Nachricht, die ich ihm geschickt habe.
Am nächsten Tag habe ich gesehen, dass er immer noch nicht auf meine Nachricht reagiert hatte und das war für mich sehr komisch. Und dann ruft mich auf einmal meine Patin an und ich weiß es heute noch, dass mein Herz auf einmal unglaublich schnell geschlagen hat. Und ich bin dann hin ans Telefon gegangen und ich habe nur diese zittrige und weinerliche Stimme von meiner Patin gehört. Dann hat sie nur gesagt, dein Papa geht's gar nicht gut. Er hat uns nicht gesagt, wie schlimm es wirklich ist. Ich konnte nicht wirklich irgendwas sagen. Ich weiß noch, dass ich auf die Knie gefallen bin und angefangen habe zu weinen. Es waren tausende Gedanken in meinem Kopf. Auch, oh Gott, ich muss nach Hause, ich muss... Wie komme ich jetzt so schnell wie möglich nach Hause? Ich habe dann auch am gleichen Tag noch den nächstmöglichen Flug genommen. Das war, glaube ich, der schlimmste Flug in meinem ganzen Leben. Ich war also 8 Stunden in diesem Flugzeug, hatte keinen Empfang. Mich haben keine Nachrichten erreicht, ich wusste nichts. Ich wusste nichts, wie es meinem Papa geht, gar nichts. Nachdem ich dann gelandet bin, sind meine Patin und ich ins Krankenhaus gefahren und sind auf die Intensivstation gekommen und ich habe nur meinen Papa im Bett liegen sehen mit den ganzen Schläuchen und ja, ich bin komplett zusammengebrochen. Ich habe geweint, habe seine Hand genommen und wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich habe ungefähr, ich würde sagen, 20 Stunden noch bei meinem Papa am Bett gesessen. Mein Papa war in der Zeit nicht mehr ansprechbar. Ich glaube schon, dass er gespürt hat, dass ich da war. Dann habe ich auch irgendwann, ich habe ja konstant seine Hand gehalten und ich habe dann irgendwann gesagt, Papa, ist okay, du darfst gehen. In dem Moment, wo dann sein Herz aufgehört hat zu schlagen, meine Patin hat geweint, ich habe geweint und im Kopf war einfach alles leer. Ich habe an nichts gedacht, ich wollte einfach nur weg. Und für mich war relativ schnell klar, ich möchte wieder nach Amerika, weil mich hält jetzt hier nichts mehr wirklich. Dann bin ich auch wieder rüber geflogen. Ich bin jetzt verabredet mit meiner Gastmama Jen für einen Videocall und ich freue mich sehr. Hi. Hi. How are you? Good. You can hear me okay, right? I do. Okay, good. How's life? It's crazy, as always. Okay, so I remember the day you came back and you just needed time to mourn the way you wanted to mourn. Yeah. And nobody else could really tell you how to feel, but I didn't expect you to come back. Yeah. I expected that I was going to be packing your things up. You know that you are like a second mom to me. And I already told you a lot, but you really are like a mom figure in my life that I really needed after all of that. And I know I can come to you with anything. Like if I have any problems, you are one of the persons I know that will give me the right advice. And yeah, I would give you anything. If you needed a car, we would get you a car. If you needed a house, I don't know how we would pay for it, but we would get you a house. We would. I mean, we would do anything for you. You're like, you were an 18-year-old living in the body of an adult who had been through so much already. And very adventurous. You are very adventurous, which I always said she wants to live her life to the fullest. I do. But you know what I'm excited about? I'm really excited to come and visit you guys in summer. It's gonna be awesome. Oh my gosh, we cannot wait to have you. All right, I'm gonna talk to you soon. I miss you guys. You so much. I love you too. Love you, and cannot wait to see you. Let us know dates and how we can help get you here. I will. Okay. Bye. Right. Love you. Love you. Also ich war 2 Jahre in Amerika und bin dann im Mai 2019 wieder final nach Deutschland gekommen. Durch die Krankheitsgeschichte von meiner ganzen Familie kam natürlich öfter bei mir die Frage, okay, bekomme ich auch Krebs? Ist das Ganze vererbbar? Und ich hatte auch, nachdem mein Papa verstorben ist, auch ein langes Gespräch mit seinem Hausarzt. Und es sind auf jeden Fall keine vererbbaren Krebskrankheiten, die meine Familie hatte. Diese Angst bestimmt auch nicht mein Leben. I like what I see.
Jonas habe ich im Mai 2019 kennengelernt nach meiner Rückkehr nach Deutschland und wir sind seit Juli 2019 zusammen. Anfangs war es recht schwer für mich, eine emotionale Bindung einzugehen, weil ich einfach selbst gemerkt habe, dass in meinem Kopf noch so viel andere Emotionen waren, die Achterbahn gefahren sind. Also am Anfang fand ich es nicht so leicht, weil ich dieses Thema schwer fand anzusprechen. Aber Lauras Vergangenheit beeinflusst unsere Beziehung eigentlich jetzt nicht mehr. Wir haben auch super viele Träume zusammen. Vor allem das Reisen ist ganz groß bei uns. Also Orte und wichtige Momente zusammen erleben ist wunderschön mit ihr. Wir wollen auf jeden Fall irgendwann mal irgendwann Kinder. Mal. Jetzt nicht in der nächsten Zeit, aber ja. Irgendwann schon. Also es macht mich schon ein bisschen emotional daran zu denken, irgendwann mal eine eigene Familie zu haben, auch weil ich dann immer so denke, meine Eltern können kein Oma und Opa sein. So ist, also das ist für mich sehr emotional, aber ich werde auch sehr viel, was ich von meinen Eltern gelernt habe, möchte ich einfach an meine Kinder weitergeben. Meine Familie hätte auf jeden Fall das Leben für mich gewollt, was ich, glaube ich, gerade führe. Also ich bin wirklich glücklich. Ich möchte einfach auch für meine Eltern, für meinen Bruder weiterleben und so viele Sachen, die sie nicht mehr erleben konnten, selbst erleben. Ich weiß, dass sie da sind und ich glaube, dass sie stolz auf mich wären.